Bernd Manau empfängt einen Patienten, der wegen Übelkeit und Schwindel in die Klinik kam. Der 38-jährige Dennis wurde auf die internistische Station überwiesen. Was sein Sohn Liam mit den Beschwerden zu tun hat, ahnt derzeit niemand. Herr Küsters, erzählen Sie auch mal, was ist nicht in Ordnung? Ich kann es mir eigentlich nicht erklären. Es ist, ich habe jetzt immer so wiederkehrenden Druck im oberen Bauchbereich. Immer okay. Mal so ein bisschen Druck, mal mehr, mal weniger. Ja. Ist jetzt nicht so schlimm, aber jetzt gerade eben ist es mit Schwindelgefühl ja auch gekommen. Schwindel auch, okay. Ja, Puls war ein bisschen schnell, ja. Gab es irgendwie einen Unfall, Schlag, Stoß, Verletzung, irgendwas? Gar nichts. Das, wie immer, jeden Tag das Gleiche. Okay. Also gar nichts. Ja, aber es ist nicht okay. Also gucken wir es nach. Irgendwas ja? ist, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendwas Schlimmes ist. Aber also, Blut haben wir abgenommen. Ich würde einen Ultraschall gerne machen. Danke. Dafür würde ich Sie bitten, sich mal hier auf die Liege zu legen. Okay, einfach mal langlegen. Über die Notaufnahme kam zu uns auf Station der Herr Küsters, der über zunächst unspezifische Beschwerden klagte. So ein bisschen Bauchweh, ein bisschen schwindelig. Nichtsdestotrotz war er immerhin ins Krankenhaus gekommen, um das mal klären zu lassen. Während der Einzelhandelskaufmann untersucht wird, kommt seine Ex-Frau Karina in der Klinik an. Die beiden haben trotz ihrer Scheidung ein gutes Verhältnis und teilen sich das Sorgerecht. Dennis hatte die 36-Jährige angerufen, damit sie Liam abholt. Die Niere war in Ordnung, die Niere hier auch und da hängt Luft drüber. Kann ich nicht wirklich beurteilen, was da ist, müssen wir Blutwerte abwarten. Ja, aber erstmal soweit nichts Dramatisches. Guckst du mal, ob die Labor schon da haben. So, Sie dürfen sich ein bisschen die Schmiere abwischen. Hast du Schmerzen? Ja, ich weiß, wir waren unterwegs und auf einmal wurde mir schwindelig und ich habe Schmerzen, so ein bisschen, also so ein Druck, nichts Schlimmes, aber ist halt so ein Druck im Bauch, den ich auf einmal hatte. Ich weiß nicht, was das ist. Wir gucken das nach. Sie haben ja mitgekriegt, Ultraschall haben wir gemacht. Jetzt war der Patient nicht nüchtern, weil er als Notfall kam und das ist leider immer mal wieder der Fall, dass die Leute dann relativ viel Luft im Bauch haben, vielleicht auch noch Speisereste im Darm, da können die nichts für. Aber das erschwert erheblich die guten Untersuchungsbedingungen, dann kann man nicht so gut sehen, sodass der Ultraschall nicht in der Qualität durchgeführt werden konnte, wie ich das eigentlich machen wollte. Blutsalze sind in Ordnung, Nierenwerte sind okay, Blutgerinnung ist okay. Was nicht okay ist, Punkt 1, Sie haben erhöhte Leberwerte. Ja. Okay. Das heißt, das gehört sich eigentlich nicht für einen jungen Mann. Ja. Okay. Trinken Sie extrem viel Alkohol oder sowas? Nein, ich trinke keinen Alkohol. Gar nicht. Okay. Müssten wir klären, wo die Leberwerte herkommen, ob das mit Ihren Bauchschmerzen im Zusammenhang steht. Ja. Und was mir auffällt, Sie haben eine leichte Blutarmut. Nicht dramatisch, aber für einen Mann so normal ist 14 bis 18, Sie haben 12. Das heißt, also haben Sie geblutet in letzter Zeit irgendwo? Zahnfleischbluten, Blut beim Stuhlgang, war nix. Okay. Bleibt ein bisschen unklar. Also die Notaufnahme hatte bereits Blut abgenommen und als die Ergebnisse dann kamen, haben die uns erstmal gar nicht richtig weitergeholfen. Auffällig war schon eine gewisse Blutarmut, die ansonsten zu einem gesunden jungen Mann nicht so passt. Deshalb gilt es zu klären, hatte der irgendwo geblutet, hatte der Blut verloren. Ich möchte das weiter abklären. Erstens, ich möchte Sie verhaften, Sie bleiben hier. Und zweitens, wir machen eine CT-Untersuchung, eine Schichtröntgenuntersuchung. Sobald ich was weiß, sage ich Ihnen Bescheid. Okay, danke. Herr Küsters, bis später. Ja, danke. Ja, tschüss. Bis die Bilder aus der Radiologie fertig sind, führt Bernd Manau mit einem anderen Patienten das Entlassungsgespräch. Der 16-jährige Jan wird heute von seiner Mutter abgeholt. Warum der Schüler so krank wurde, ist bisher ein Rätsel. Herr Wischke, nehmen Sie Platz. Die Mama vielleicht da auf dem Hocker. Oder da, ist auch okay. Ja, wie ist es Ihnen? Ja, jetzt geht es mir wieder gut. Okay, ja. Sie waren eine Woche hier bei uns in Einzelhaft. Ja. Musste sein. Mhm. Sie hatten die Norovirus-Infektion. Und ziemlich heftig. Ja, oben raus und unten raus. Ja. Alles. Mhm. Ja, war beschissen im Wortsinne. Ja. Jetzt ist es vorbei. Infektion ist vorbei. Ja, mhm. Sie werden heute entlassen. Entlassungspapiere habe ich schon fertig gemacht. Ja, das Norovirus ist eine hoch ansteckende Viruserkrankung. Übertragung von Mensch zu Mensch, aber nicht nur im direkten Kontakt, sondern auch Tröpfcheninfektion, Husten oder Handtücher oder rumliegende Taschentücher. Und man wird sehr schnell, quasi innerhalb von Stunden krank, hat massive Durchfälle, oft auch Erbrechen. Und die Gefahr ist dann natürlich der hohe Flüssigkeitsverlust bei so einer akuten Geschichte. Ein bisschen steht noch die Frage im Raum, wo haben Sie sich so eine Infektion geholt? Das kann man überall kriegen. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht aufklären können. Ja, da ist die Jacke. Okay. Und dann sind wir. Ja, bitte. Wer kommt denn da?
Die Frau Thoma möchte zu dem Herrn Wischke. Ja, sollte mal reinkommen, wer immer das ist, ne? Hm? Hallo. Hi. So, guten Tag. Hi. Das Entlassungsgespräch war eigentlich schon zu Ende und dann kam noch seine aktuell neue Freundin rein. Die jungen Leute hatten sich sehr lieb, waren 3 Wochen zusammen. Und als sie ihn dann geküsst hat, fiel mir ihre Kleidung auf. Die arbeitete nämlich im Altenheim. Und da habe ich gedacht, da muss ich mal ein bisschen näher nachfragen. Also ich mache da momentan ein Praktikum, seit ja. 3 Wochen ungefähr. Ja, war da, jetzt habe ich eine interessante Frage. Ja. War da denn eine Durchfallserkrankung vielleicht? Bei den alten Leuten hat man ja schon mal häufiger. Also so genau weiß ich das jetzt auch nicht, weil ja. ich dann nur vormittags arbeite. Ja. Aber soweit ich weiß, war vor einer Woche ist so ein Novo-Infektion. Novovirus? Ja, genau, ist da ausgebrochen. Ja, okay. Ja. Und jetzt kommt die nächste Frage. Okay. Sind Sie denn auch krank gewesen? Sie selber, Frau Thoma? Also wirklich krank war ich nicht, ja. aber ich hatte, glaube ich, letzte Woche Mittwoch oder so, hatte ja. ich ziemlich Bauchschmerzen. Aber ich dachte, das wäre ja. nichts, weil es war dann auch vorbei. Und okay, dann haben wir aber doch jetzt quasi das aufgeklärt, was wir noch wissen wollten. Wo haben Sie sich angesteckt? Über die Freundin aus dem Altenheim. Das ist schon aber so egal, das haben Sie ja nicht extra gemacht. Ja, also ich denke, er ist wieder gesund, Sie haben nichts mehr, ja. die Mama ist zufrieden. Entlassungspapiere sind fertig. Dann da darf ich Sie jetzt verabschieden. Ja? Alles Gute. Ja. Dankeschön. Tschüss. Eine Noroinfektion kann verschiedene Schweregrade haben. Der junge Mann war nun so sehr dehydriert, das heißt, der hatte so viel Wasser verloren, oben raus und unten raus. Der musste ins Krankenhaus, musste mit Infusionen bei uns behandelt werden, musste isoliert werden auch. Wenn es nicht so dramatisch ist, dann reicht es in der Regel, wenn man zu Hause bleibt, viel trinkt, Abstand hält von den anderen und vor allen Dingen Hände waschen, Hände waschen. Man muss nicht die Toilette desinfizieren, nicht das Waschbecken desinfizieren. Desinfektionsmittel haben im Haushalt nichts zu suchen, sondern gutes Händewaschen reicht, damit von Mensch zu Mensch nicht übertragen wird, die Infektion. Seitdem Jan den Rat des Arztes befolgt, wird er nur noch selten krank. Eine Stunde später ist die Untersuchung von Patient Dennis abgeschlossen. Seine Ex-Frau Karina hatte in der Klinik gewartet. Sie möchte den 38-Jährigen jetzt nicht alleine lassen. Hallo. Hallo, was denn hier los? Hallo, Herrschaften. Piano, hä? Was soll das? Ich hab doch gesagt, kein Kampfsport. Wir haben nur ein bisschen Spaß gemacht. Ja, ein bisschen Spaß. Sah ja, aber schon das sehr professionell aus. Passt nicht so ganz ins Krankenhaus, ne? Mhm. War langweilig. Ja, so. Ich habe Ihre CT-Ergebnisse. Ich will nicht lange drum herum reden. Das ist was nicht Schönes, ja? Es hat in Ihre Milz, im linken Oberbauch, hat es eingeblutet. Ja, okay. Da ist eine Blutung. Und das sieht so aus, als wäre es noch verkapselt. Das würde auch Ihre Blutarmut erklären. Ja, die Blutung steht. Wir würden das mit den Chirurgen besprechen, dass die Sie heute noch nicht als Notfall operieren, um möglichst diesen Bluterguss, dieses Hämatom, da rausnehmen zu können. Okay. Ja? Ich hatte dann den Patienten über den Befund des eingebluteten Hämatoms in die Milz aufgeklärt, im Beisein seiner Ex-Frau, und hatte ihm erläutert, dass wir das mit den Chirurgen operativ angehen wollten, als geplante Operation, wobei es dann möglich ist, manchmal nur diesen Bluterguss aus der Milz auszuschälen und einen Teil der Milz zumindest zu erhalten. Aber die Entwicklung war dann so dramatisch, dass es dazu gar nicht mehr gekommen ist. Was denn, Kampfsport? Also jetzt auf einmal. Luft holen. Okay. Also, ich weiß nicht, was auf einmal jetzt passiert ist hier. Also, das sieht aus, als wäre es jetzt durchgerissen. Sie sind ab sofort ein Notfall und wir fahren Sie jetzt sofort in den OP. Mach kein Gedöns, wir fahren los. Ich telefoniere von unterwegs. Alles gut. Ja. Wir fahren mal. Der Papa muss jetzt operiert werden und das ist jetzt dringend. Ja. Es war die große Sorge, dass dieser Milzeinblutung nun durchgebrochen hätte sein können in die Bauchhöhle. Und dann verliert man massiv viel Blut in die Bauchhöhle. Das ist ein absoluter Notfall. Und dann war die geplante OP völlig über den Haufen geworfen. Er musste schnellstmöglich in den OP und wirklich als Notfall operiert werden. Sonst hätte er verbluten können. Ja. Hallo, könnt ihr bitte sofort einen OP freimachen? Ich habe hier eine 2-seitige Milzruptur. Ja, das muss jetzt richtig mal schnell gehen.
Das Klinikteam kann das Leben des Patienten in letzter Minute retten. Allerdings müssen die Ärzte bei der Not-OP anders vorgehen als geplant. Der 9-jährige Liam und Ex-Frau Karina sind für Dennis nun mehr denn je eine große Stütze. Ganz ruhig auf die Seite gehen zum Papa. Die Operation ist soweit gut verlaufen. Geplant wollten wir versuchen, die Milz halb nur rauszunehmen, diese Blutung zu stoppen. Hat nicht geklappt. Das war ein echter Notfall. Die Milz ist draußen. Man kann sehr gut ohne Milz leben. Müssen Sie ein paar Spielregeln beachten, sage ich Ihnen nachher. Ja? Die Frage ist jetzt, bleiben Sie liegen. Ein Milzriss kriegt man nicht einfach so. Da muss schon irgendeine Kraft von außen eingewirkt haben. Das muss nichts Dramatisches sein, kein Autounfall oder so. Fahrradlenker da reingekriegt, ja? Mal gegen eine Tischkante gelaufen, einen Schlag oder einen Tritt gekriegt. War da irgendwas? Also mit Verlaub, Sie haben ja nur mit dem Jungen auch hier geübt, ne? Ja, das ist, wir haben bis, ja. Sagst du mal? Vielleicht vor. Bis es geht. Das ist gut, ist okay. Hat nicht viel geblockt. Wir haben vor ungefähr 5 Tagen oder so ist das gewesen. Ja, da hat er mich mal, da hat er mich mal mit dem Fuß hier erwischt. Das stimmt. Wie was mit dem Fuß erwischt? Also er hat halt geübt, wie Sie es vorhin gesehen. Ja. Wie Sie es vorhin gesehen haben, und da ist er mal abgerutscht mit dem Bein und dann hat er mich mal hier erwischt. Das ist richtig. Das tat auch weh, aber es war jetzt nichts Wildes. Erstens, man kann ohne Milz sehr gut leben. Zweitens, ohne Milz ist man anfälliger als andere Leute für Infektionskrankheiten. Daraus folgt, drittens, man braucht eine ganze Reihe Impfungen, Grippeimpfung, Lungenentzündungsimpfung und so weiter, damit man sich mit diesen Krankheiten nicht infizieren kann. Und die Impfungen müssen auch schneller als bei anderen Leuten aufgefrischt werden. Und er braucht einen Notfallausweis, dass er allen behandelnden Ärzten in Zukunft Bescheid sagt und darauf hinweist, dass er keine Milz mehr hat. Wenn er das berücksichtigt, hat er eine normale Lebenserwartung und die Prognose ist sicherlich gut. Er war ansonsten gesund. Es ist ja Folgendes. Sie haben, was wir nennen, eine zweizeitige Milzruptur. Das heißt, die Milz war angerissen, es hatte geblutet in die Kapsel hinein. Und die Kapsel hat das aber noch aufgehalten, tagelang. Und dann jetzt eben vor der OP, da ist es dann ganz durchgerissen und hat in den Bauch massiv hineingeblutet. Okay. Der Milzriss, vor 5 Tagen der Tritt, das muss doch wehgetan haben. Also ich habe eigentlich kaum Schmerzen gehabt. Ich meine, ich habe auch, muss ich auch sagen, ich habe aber auch Tabletten genommen. Ich habe mit Tabletten genommen. Was für Tabletten haben Sie denn genommen? Ich war in der Apotheke. Ja. Paracetamol habe ich mir gekauft. Paracetamol haben Sie genommen, ich ein paar genommen, um dann, ich dachte, das sind Bauchschmerzen. Ja, was heißt ein paar? Wie viele waren es denn so ungefähr? 6, 7 Stück. 6, 7 Paracetamol pro Tag. Was? Ja, okay. Und das über die 5 Tage, bis Sie dann zu uns gekommen sind? Ja, richtig, genau, bis heute. Ja, das erklärt auch diese mäßig erhöhten Leberwerte, die Sie haben, weil das Paracetamol in dieser Menge über diese Tage genommen, kann schon mal auf die Leber gehen, ja? Das ist ernst zu nehmen. Ich habe das jetzt in der Apotheke gekauft, also ich wusste jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie gefährlich sein könnte. Ja, Sie haben gedacht, wie so viele frei verkäufliche Medikamente gleich harmlos. So ist es aber nicht. Wenn die Menge zu hoch ist, können auch diese frei verkäuflichen Tabletten Nebenwirkungen haben. Und da hilft es schon mal, den Beipackzettel zu lesen. Da stehen auch die Dosisempfehlungen drin. Ja? Die Leber wird auf jeden Fall wieder gut. Sie bekommen jetzt andere Schmerzmittel von uns. Paracetamol ist ein weit verbreitetes und gutes Schmerzmittel. Da gibt es gar keine Diskussion. Die Tabletten enthalten 500 Milligramm. Und es ist völlig angemessen, auch mal 2, 3 oder 4 Tabletten zu nehmen. Im Falle unseres Patienten hatte er nun 7 Tabletten und das über mehrere Tage genommen. Und das kann sehr wohl ernste Nebenwirkungen haben. Man sollte gelegentlich auch mal den Beipackzettel lesen, der jeder Packung beiliegt und aus gutem Grund da drin ist. Ich fasse zusammen, die Milz ist raus. Sie müssen noch hier bleiben. Ja? Es wird aber alles wieder gut. Der Papa wird wieder gesund. Ja? Aber Kampfsport ist erstmal nicht. Ja? Liams Eltern haben sich später darauf geeinigt, dass ihr Sohn einmal pro Woche zum Taekwondo-Training darf. Mit seinem Papa wird er aber nicht mehr üben. Dennis geht es heute wieder gut. Er konnte die Klinik nach 10 Tagen verlassen.